Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch zwei verschiedene Arten von Filmgestaltung näher bringen. Einmal die statische Methode und einmal die dynamische Methode. Hier an dieser Location, da gibt es eigentlich keine bewegten Objekte. Das sind Architekturaufnahmen oder der Fluss, der auch relativ wenig Bewegung hat. Und am Ende werden zwei Clips entstehen, einmal der dynamische, einmal der statische. Benutzen werde ich dafür wieder meine Sony Alpha 7-4. Einmal mit Stativ, einmal handgeführt für die dynamischen Aufnahmen. Und dann könnt ihr am Ende selber entscheiden, welche Art von Aufnahmemethodik euch besser gefällt, die dynamische oder die statische. Assistiert werde ich durch Angela, die hier so freundlich ist, mit der GoPro meine Aufnahmen zu begleiten, damit ihr auch seht, wie diese Aufnahmen entstehen und wie ich die Kameraführung als solches mache. Also, viel Spaß! Als erstes hier möchte ich die Eröffnungsszene drehen. Wir machen hier eine Aufnahme von dem Wehr, dass wir einen Gesamteindruck bekommen, wo sind wir. Und nochmal eine Aufnahme, wo wir jetzt gegen die Sonne ein bisschen filmen, um noch einen erweiterten Eindruck mit auch mit ein bisschen Vordergrund zu erhalten. Und nochmal eine Aufnahme, wo wir jetzt das Schild mit ins Spiel bringen, wo vielleicht Details dann zu sehen sind. Und oben sehen wir auch schon so einen kleinen Aussichtspunkt. Da werden wir dann als nächstes hingehen und nochmal einen Gegenschuss machen, damit wir einen gesamten Eindruck von der Gegend bekommen. Und wir werden jetzt dann nochmal einen Schwenk machen, um hier über das Wasser zu filmen. Das ist auch auf dem Stativ natürlich sehr einfach möglich. Also, wir sind jetzt hier oben auf dem kleinen Aussichtsplateau. Hier ist eine Stahlskulptur, wahrscheinlich aus der Bauzeit, irgendein Konstruktionsmerkmal dieses Wehres. Das eignet sich natürlich sehr schön für den Vordergrund. Und hier machen wir jetzt eine Weitwinkelaufnahme mit dem Vordergrund und dem Fluss im Hintergrund. Und ihr wisst ja, Nahaufnahmen beleben das Ganze. Deswegen auch mal ein paar Details, die wir hier aufnehmen. Kamera läuft statisch vom Stativ aus. Und auch nochmal eine Detailaufnahme hier von dieser Infotafel mit dem Hintergrund und der Erklärung, wo sind wir denn überhaupt? Die Staustufen der Mittelweser steht dort. Werdet ihr selber lesen können nachher. Jetzt sind wir hier an diesem Tunnel, wo die kleinen Boote um die Staustufe rumgetragen werden können. Eine Aufnahme werden wir jetzt von diesem Tunnel machen, wie wir dort am Eingang sind. Und später vielleicht noch eine Aufnahme, wie wir innen drin nach draußen wieder filmen. So, wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Wehres und wir machen hier nochmal eine Gesamtaufnahme vom Stativ, hier auch von der Baustelle. Mal gucken, wie das als Eindruck dann rauskommt. Das Wehr ist ja momentan wohl ganz offensichtlich nicht im Gebrauch, sondern scheint eine Baustelle zu sein. So, jetzt noch mal eine Aufnahme für genau hier von dieser Baustelle. Das scheint hier eine Bauplattform zu sein. Zeigen wir jetzt auch noch mal im Bild, um diesen Baustellencharakter ein bisschen zu unterstreichen. Und dann vielleicht noch einige Details werde ich dazu aufnehmen, statische Details aufnehmen aus dieser Baustelle. So, jetzt kommen die dynamischen Aufnahmen. Hier ist eine sehr gute Gelegenheit,
den Eröffnungsschuss zu machen. Da unten ist ein kleiner Poller. Das werden wir als Vordergrund nehmen und mit der Kamera rübergleiten. Also gerade am Anfang ist es wichtig, dass man mit der Kamera den Zuschauer in das Bild mit reinzieht, sodass er dynamisch folgen kann, damit er in den Film reingezogen wird. So, der nächste Schuss, der kommt jetzt hier da, wo die Büsche sind, hin. Da werden wir gleich nochmal probieren, auch bewegte Kamera. Wir einigen uns darauf, dass wir von rechts nach links ziehen und rein ins Bild ziehen. Ist wichtig, damit die Schnitte dann nachher auch aneinander passen. So, und das gleiche dann gleich nochmal ein Schwenk, wo wir also seitlich die Aufnahmen machen. So, jetzt hier bei dem Schildern werden wir die gleichen Aufnahmen machen oder ähnliche Aufnahmen machen wie bei den statischen Aufnahmen. Da haben wir es ja vom Stativ gemacht. Jetzt werden wir die Kamera auf das Schild zubewegen. Hier haben wir wieder den Poller und im Hintergrund die Boje. Werden wir also versuchen, das in dem Schuss zu integrieren. Und jetzt das Ganze nochmal hier an diesem Buschwerk. Das ist ein kleiner Strauch, der hier steht. Da werden wir versuchen, nochmal den Schwenk von rechts nach links zu machen. So, auch hier wieder die gleiche Location mit unserem Gebilde, mit unserem Stahlgebilde. Aber diesmal werden wir ringsrum verschiedene Einstellungen machen, dynamische Aufnahmen, bewegte Aufnahmen. Okay, das war jetzt einmal ringsrum gelaufen und dann der dynamische Schuss auf diesen Rettungsring, den wir vorhin ja einzeln im Bild hatten. So, jetzt nochmal hier an diesem, die Tafel soll wieder rauf und dann hier der Hintergrund, das werden wir auch nochmal machen. So, wir sind hier wieder an dem Tunneleingang. Diesmal haben wir die Möglichkeit, mit der Kamera in den Tunnel reinzugehen. Mal gucken, wie das rauskommt. Aber erst noch die Jahreszahl. Die war ja als Detail auch mit aufgenommen. Die werden wir jetzt einfach auch wieder dynamisch aufnehmen. So viel zu der Jahreszahl. Und jetzt kommen wir zu der Tunnelaufnahme. Die Blende stelle ich hierbei fest. Ist natürlich schwierig. Hier auf der Seite habe ich eine ganz andere Belichtung, wie wenn ich rauskomme. Deswegen werden wir in der Mitte einen kleinen Schnitt machen müssen. Also, fangen wir mal an.
Hier haben wir jetzt ein paar Löwenzahnblüten. Das Licht steht genau dahinter. Das eignet sich jetzt für ein paar Detailaufnahmen. Wir werden also ganz nah rangehen und dann mal gucken, was daraus wird. Hier die Baustelle. Ein paar Schüsse hier durch dieses Krüppzeugs, durch dieses, wie nennt man das? Unkraut. Vielleicht, Enten. Ganz interessant nachher in der Dynamik. Ich gehe jetzt hier diese Reling runter. Das gibt einen dynamischen Schuss auf diese Bauinsel. So, das war der Schuss hier. Jetzt gucken wir noch mal, was wir hier noch finden. Da hinten an dem Kranhaken, gehen wir da mal hin. Wir ziehen hier runter an der Kette schön entlang. So, und jetzt noch mal hier diese Stahleisen als dynamische Aufnahme im Gegensatz zu der statischen Aufnahme vorhin. Da gehen wir einfach mal rüber mit der Kamera. Dann ist das auch sehr schön. Ups. Das waren jetzt die dynamischen Aufnahmen, das waren die statischen Aufnahmen. Jetzt schneiden wir alles zusammen, mischen das noch ein bisschen mit Musik und dann könnt ihr euch das angucken.